Takamino, Takamino. Ups, auf der ganzen Welt nennt man mich Takamino. Ich bin mutig, ich bin so tapfer. Ja, mir zu Füßen liegt die ganze Welt. Ja, Takamino ist ein Held, ja, Takamino. Ist ein Held, ja, Takamino. Takamino ist so ein Held. Ich bin ein Held. Hallo! Takamino, Takamino. Alle Abenteuer rufen Takamino. Bin nicht ängstlich, ich bin nicht furchtsam. Ja, ich liebe die Gefahr. Ja, Takamino ist ein Star, ja, Takamino ist ein Star, ja, Takamino. Takamino ist so ein Star. Ich bin ein Star, ja, Takamino! Hallo! Ui, so viele Leute und so viele Kinder, hallo Tier. Ihr kennt mich sicher alle, oder? Ja. Ja? Ja? Wirklich? Ja, ich bin der Takamino. Ich bin ein ganz berühmter Sänger und Faxenmacher aus Melodanien. Ja, da kennt ihr sicher auch alle schon mein größtes Abenteuer mit der Prinzessin Aria von Melodanien, oder? Das kennt ihr alle schon. Nein? Was habt ihr noch nie was von meiner Prinzessin Aria? Ja, dann muss ich es vielleicht erzählen, oder? Pff, das war so leise. Da erzähle ich es, glaube ich, nicht. Papa. Na gut, soll ich's? Also nochmal, ich probiere es noch einmal. Soll ich's erzählen? Ja! Soll ich's erzählen? Ja! Na gut, gerade noch. Okay, ich erzähl's euch. Also, ich bin der Takamino und mit meinem vollen Namen heiße ich Takamino Octavio Diminuendo Klingklang. Ja? Ja? Das ist bei uns in Melodanien ein ganz normaler Name. Wirklich? Ja. Und das Land, aus dem ich komme, Melodanien, das ist ein wunderschönes Land. Das liegt ungefähr ganz genau in der Mitte zwischen St. Pölten und der Mongolei, irgendwo genau in der Mitte drin. Und dieses Land hat eine ganz besondere Besonderheit. Das besteht nur aus Musik. Das alles in Melodanien ist musikalisch. Das müsst ihr euch vorstellen, wenn der Bach rauscht, dann rauscht er ganz melodisch. Und die Blätter im Wald, die machen... Das swingt unheimlich. Ja, und die Babys in der Wiege sogar, die schreien auch nicht so, sondern die singen ganz schön so. Ja, wirklich. Und damit aus den kleinen Melodaniern irgendwann einmal später dann auch richtig tolle Musiker werden können, haben wir bei uns in Melodanien auch eine große Schule, eine Akademie. Und da werden aus kleinen Melodaniern, also so fuzzi-kleinen Würsteln wie ihr seid, richtige große Harmoniker gemacht. Und einige davon habe ich heute mitgebracht. Ganz viele. Das sind die vielen Harmoniker. Die Vielharmoniker. Hier, Schatz, bitte. Ein Applaus natürlich für mich. Ja. Und diese Akademie von Melodanien ist eine sehr strenge Schule. Das ist nämlich so, da muss man immer schwarz angezogen sein, also wie der Alfons hier, von oben bis unten ganz schwarz. Ja. Und mit ganz engen Schuhen, aua, aua. Und die müssen immer ganz viel Musik üben, den ganzen Tag. Tonleitern rauf und runter, 6 Stunden, das geht. Tja. Und eigentlich hätte ich auch auf diese Akademie gehen sollen, aber erstens habe ich überhaupt keine Schuhe nicht gehabt, leider. Zweitens habe ich auch keinen schwarzen Anzug, sondern nur einen gelben von meinem Opa. Ja, und deswegen bin ich dort rausgeflogen. Pech. Aber das macht überhaupt nichts. Ich bin in den Wald gegangen und dort lebe ich mit meinen Freunden, den Tieren. Und das ist auch sehr schön. Und nebenan von Melodanien gibt es noch ein zweites Land. Italien? Nein, Italien ist woanders. Wer kennt das Land, das neben Melodanien ist? Wer kennt's? Das Land heißt Quadrophonien. Ja. Pff. Und die Leute, die dort wohnen, die haben zwar keine Akademie,
aber die haben ein riesengroßes Kraftwerk. Und mit dem machen sie Strom. Unglaublich viel Strom. Und deswegen machen die Leute dort eine richtige Strommusik, so mit Gitarren und so. Und von denen habe ich halt auch ein paar mitgebracht. Das sind die Quadrophonika. Jetzt war das aber so, dass auf der einen Seite die Melodanier gewohnt haben, in Melodanien, und auf der anderen Seite die Quadrophoniker in Quadrophonien. Und weil die haben so eine andere Musik gemacht, da haben die Melodanier immer rübergeschaut nach Quadrophonien und haben immer gesagt, nein, das gefällt uns aber nicht. Die machen ja nur so eine Krachmusik da drüben. Ja? Und die Quadrophoniker auf der anderen Seite haben gesagt, nein, also was die spielen. Das gefällt uns überhaupt nicht, das ist ja nur so. Und deswegen haben sich die Quadrophoniker und die Melodanier gar nicht verstanden. Und nie ist einer von dem einen Land in das andere oder umgekehrt. So war das, ja. Ja, und jetzt kann ich eigentlich mit meiner Geschichte ja schon anfangen. So war es nämlich, hallo, dass ich im Wald gewohnt habe mit meinen Freunden, den Tieren. Und eines Tages kriege ich Besuch von einer weißen Brieftaube. Und die hat im Schnabel einen kleinen weißen Brief, weil es eine Brieftaube war, genau. Und ich habe gedacht, oh, Post, na schön, da schaue ich mir das mal an. So, und habe hineingeschaut und da ist drin gestanden. Alle Sänger von Melodanien werden auf den Hof des Königs Dominant Septimus befohlen, um dort den großen Sängerwettbewerb abzuhalten, zur Feststellung der neuen Hymne von Melodanien. Unterschrieben König Dominant Septimus von Melodanien. Aha. Das ist nämlich so, der Dominant Septimus, der König von Melodanien, hat eine Tochter. Die heißt Aria. Und wenn in Melodanien eine Königstochter, eine Prinzessin ins heiratsfähige Alter kommt, dann werden alle Sänger vom Land an den Königshof befohlen und die müssen dort ihre Version von der neuen melodanischen Hymne singen. Und der die schönste Hymne singt, der kriegt die Prinzessin zur Frau und das halbe Königreich, wie das Wissi-Märchen. Ja, also, und ich habe mir gedacht, eine Prinzessin? Brauche ich eine Prinzessin? Nein. Ich lebe hier im Wald mit meinen Freunden, mir geht's gut, ich brauche eigentlich keine Prinzessin. So, weg damit. Und dann habe ich das Kuvert genommen, habe mir gedacht, brauche ich das? Naja. Dann habe ich den Brief umgedreht. Und auf dem Brief hinten drauf war eine Briefmarke. Und auf der Briefmarke, ganz fuzzi-klein, war ein Gesicht drauf. Und was glaubt ihr, was das für ein Gesicht war? Das war das Gesicht von der Prinzessin. Ganz klein, mit blonden Haaren. Oh, und auf einmal habe ich angefangen zu tanzen. Und ich glaube, ich habe sogar ein bisschen geschwebt. Ups, ups. Oh, oh. Schau mal. Schau mal hier. Siehst du es? Aria. Oh, oh. Schau mal hier. Das ist meine.
Und auf einmal war ich verliebt. Sowas von verliebt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt gehe ich an den Königshof von Melodanien, ich gehe hinein, dann singe ich eine super schöne Hymne, dann gewinne ich den Wettbewerb, dann heiratet mich die Aria und dann können wir schmusen. Super, oder? Das war eine tolle Idee. Und ich habe mich sofort auf den Weg gemacht. So. Und dann ist mir eingefallen, hey, ich habe ja noch überhaupt keine Hymne. Was soll ich denn jetzt singen? Was ist denn, wie geht denn eine Hymne? Weiß das jemand von euch? Was soll ich denn, von was soll ich denn singen vielleicht? Von der Liebe? Von der Liebe, das wäre schön. Melodanische Hymne für die Liebe. Ja, das wäre mir jetzt auch gerade recht, weil ich doch eh so verliebt bin in die Aria. Von was kann denn eine Hymne noch handeln? Und dann habe ich mir gedacht, ich gehe einfach zum Schloss und gehe durch das schöne, schöne Land Melodanien. Und alles, was ich sehe, von dem singe ich dann. Weil eine Hymne ist ja ein Lied für ein Land. Und wenn ich das so schön und so innig und so rein, wie ich nur kann, singe, dann kann eigentlich schon gar nichts mehr schiefgehen. Und dann habe ich wieder neuen Mut gefasst und habe mir gedacht, gut, so wird das klappen. Und dann bin ich zum Schloss gekommen. Schlosshof vom melodanischen Königsschloss. Und alle waren sie da. Alle Sänger von Melodanien. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und alle waren sie viel berühmter als ich. Also der Pucciano Lavarotti war da zum Beispiel. Oder der Lario Manza. Und dann war auch noch der Porsche Carreras da. Und es waren unglaublich. Die haben alle gesungen, sind aufgerufen worden, haben sich hingestellt. So haben sich hingestellt. Und der Pucciano Lavarotti zum Beispiel, der hat gesungen. Und das ganze Schloss hat gewacht. Und ich habe mir ist gleich das Herz in die Hose gefallen. Weil ich mir gedacht habe, oje, so kann ich aber nicht singen, dass alles wackelt. Oje. Und dann habe ich ein bisschen Angst gekriegt und habe mich ganz in die letzte Ecke verzogen, ganz in die letzte Ecke und habe gesagt, nein, ich weiß nicht, ob ich das machen soll, vielleicht lasse ich es lieber bleiben. Und dann habe ich auf den Balkon geschaut. Da oben, da war eine Gestalt, das war die Prinzessin Aria. Unter einem Schleier, damit sie die Sänger nicht sehen können, weil wenn man sie anschaut und dabei singen muss, ist sie so schön, dass einem die Noten im Hals stecken bleiben. Ja? Und wenn die Prinzessin Aria aber findet, dass ein Lied ihr am allerbesten gefallen hat, dann nimmt sie den Schleier und wirft ihn von der Brüstung. Und wenn der Sänger, der gesungen hat, dann den Schleier fängt, dann kriegt er die Prinzessin zur Frau. Ja, und ich habe gedacht, naja, ich gehe doch lieber nach Hause. Und auf einmal höre ich eine Stimme. Und nun die Hymne von Takamino Octavio Diminuendo Klingklang. Und dann war ich dran. Oje, alles oder nichts. Und dann habe ich gesungen. Am Morgenhimmel die Wolken tanzen, die Blumen auf der Wiese blühen, die Grillen zirpen und alle Pflanzen zeigen voller Stolz ihr sattes Grün. Am Mittagshimmel die Sonne leuchtet, vergießt ihr Feuer wie ein Ball. Die Alten lachen, die Kinder spielen und Menschen tanzen überall. In Melodanien sind alle glücklich. Bei uns regiert die Melodie.
Melodamien sind alle fröhlich. Bei uns herrscht immer Harmonie. Melodamien sind alle glücklich. Bei uns da herrscht die Melodie. In Melodamien sind alle fröhlich. Bei uns herrscht immer Harmonie. Am Abendhimmel die Sterne leuchten. Der Mond vergießt den Silberschein. Voll Ehrfurcht alle ihn begrüßen. Sein Licht strahlt glitzernd klar und hell. In Melodamien sind alle glücklich. Bei uns regiert die Melodie. In Melodamien sind alle fröhlich, bei uns herrscht immer Harmonie. In Melodamien sind alle glücklich, bei uns regiert die Melodie. In Melodamien sind alle fröhlich, bei uns herrscht immer Harmonie. Und dann war es auf einmal mucksmäuschenstill im ganzen Schlosshof. Und ich habe hinaufgeschaut zur Prinzessin Aria. Und auf einmal habe ich ihre kleine Hand gesehen. Schleier aufgefangen. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, dass die Prinzessin Aria meine Hymne am allerschönsten gefunden hat und dass sie gemeint hat, sie will mich heiraten und jetzt können wir heiraten. Und ich wollte schon wieder aufrennen zu ihr, damit wir gleich schmusen können, ja, und wollte gleich rauf und auf einmal geht ein Krawall. Und alle Leute von Melodamien sind in dem Schlosshof gelegen und waren ganz ohnmächtig, weil die Musik war so, dass alle umgefallen sind. Und ich war der allererste, der wieder aufgewacht ist und habe mir gedacht, was war denn das? Aria! Die ist weg. Ja, da! Futsch! Verschwunden! Der Sessel war leer. Und ich habe gedacht, Aria! Und der König Dominant Septimus ist auch aufgewacht, hat das gesehen und hat gesagt, wo ist meine Tochter? Und ein Wächter hat gesagt, Euer Gnaden, da liegt ein Brief. Na, dann les er vor. Selbstverständlich. Also, grüße euch,
Wir waren da, haben unsere Hymne gespielt, haben sowieso gewonnen und nehmen die Prinzessin gleich mit. Pfiat euch die Quadrophonika. Was? Da hat sich eine Brieftaube von Melodanien nach Quadrophonien verflogen und hat den Quadrophonikern einen Brief zugestellt. Die haben geglaubt, sie dürfen auch mitspielen, sind gekommen, haben ihren Krach gemacht und haben einfach die Prinzessin mitgenommen. Na schon, verhofft du? Ja, darf man denn sowas? Hä? Nein, aber wirklich nicht. Das hat der König Dominant Septimus auch gefunden. Und der hat sofort angefangen zum Schimpfen. Und der hat geschimpft. Und hat gesagt, na Himmel, kretzt und wendet noch mal. Also wenn das so ist, dann bin ich jetzt überhaupt nicht amüsiert und mache sofort ein ganz strenges Gesetz. So, Achtung. Bei einem melodanischen Gesetz gibt es immer eine Fanfare. Und damit das nur klar ist, ab sofort und bis zu dem Augenblick, wo meine Tochter wieder hier an ihrem Platze sitzt, wird in ganz Melodanien keine Musik mehr gemacht. Und zwar von niemandem. Nicht von den Kleinen und nicht von den Großen, nicht von den Dicken und auch nicht von den Dünnen. Der Bach darf nicht mehr murmeln, die Blätter nicht mehr rauschen. Aus, finito, tazet für alle. Tazet für alle! Und von dem Augenblick an durfte in Melodanien keine Musik mehr gemacht werden. Und es war mucksmäuschenstill. Das müsst ihr euch vorstellen. Die Leute, die immer gesungen haben und getanzt haben und gelacht und die Babys und alles. Die ganze Musik, aus, wie abgedreht, aus. Da war es so still. Könnt ihr euch das vorstellen? Wollen wir das mal ausprobieren? Wir probieren mal das aus, wie das war in Melodanien. Wir sind mal alle ganz, ganz mucksmäuschenstill, okay? Also nicht einmal mehr schnaufen, ja? Zwinkern auch nicht mehr, weil das klappert auch ein bisschen, wenn man genau hinhört, ja? Also, pst. Wer war das? Wer ist das gewesen? Ha! Das Cello. Ich hab's genau gehört. So streng war das. Müsst ihr euch vorstellen. Kann man das so lassen? Nein. Nein, da muss man doch was unternehmen, oder? Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich? Ich befreie meine Prinzessin aus Quadrophonien. Überhaupt kein Problem. Ich gehe jetzt einfach hinüber nach Quadrophonien, befreie sie aus den Klauen der bösen Quadrophoniker und dann wird alles super. Also da gehe ich jetzt hinüber nach Quadrophonien, wo noch nie jemand war aus Melodanien. Gehe ich jetzt hinüber, weil schließlich bin ich der mutigste Sänger von der ganzen Welt und gehe ich jetzt hinüber, ganz allein. Ich getraue mich nicht. Ich glaube, ich bin doch nicht ganz so mutig. Ich habe ein bisschen geschwindelt. Ich getraue mich nicht allein nach Quadrophonien hinüber. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe ja Freunde. Die kann ich ja mitnehmen. Genau, ich rufe einfach meine Freunde und wenn die mich begleiten, dann sind wir schon zu sechst. Und zu sechst kann man alles viel besser schaffen als allein, oder? Ja. Genau, und dann rufe ich zuerst meinen allerbesten Freund, also nicht den besten, aber den größten, das ist der größte, ein großer, dicker, mit ganz vielen Haaren, also noch größer, noch dicker und mit noch mehr Haaren als ich. Und das ist der Bär. Das ist der Trommelbär. Und der hat einen dicken, fetten Bauch. Ja, und wenn er auf dem trommelt, dann macht das so einen Krach, dass richtig Wände einstürzen können und Türen springen auf. Und den brauchen wir, glaube ich, auf der Reise. Und wenn der kommt, dann klingt das so. Achtung. Grüß euch, ich bin der Trommelbär. Ach ja, das habe ich vergessen zu sagen. Mein Freund, der Trommelbär, ist ein Kärntner. Der kommt aus dem Bärntal nämlich. Ja. Oh, hallo Trommelbär. Du, ich muss meine Prinzessin Aria aus den Klauen der Quadrophonika befreien. Kommst du mit?
Gibt es dort was zum Essen auch? Ja, freilich. Ja gut, nachher werde ich schon mitkommen, werden wir schon machen, ja. Gut, der ist schon einmal dabei, das ist fein. Dann habe ich noch einen Freund, der ist viel kleiner als der Bär, ganz klein, so futzig klein, aber der hat ganz tolle Vorratsbacken, der kann so ganz viele Körner und andere Sachen in seine Backen hineinstopfen. Ein Hamster, richtig, das ist mein Freund, der Xylohamster. Und wenn der kommt, dann klingt das so. Servus Hamster, servus Xylohamster. Sag mal, kommst du auch mit die Prinzessin Aria befreien? Ja, freilich komme ich mit, natürlich. Was soll ich denn machen? Aber muss ich laufen? Nein, ich kann dich in die Hosentasche stecken, weil mit seinen kurzen Beinen kann er nicht so gut laufen. Warte, Moment. Stecke ich dich in die Hosentasche, nehme ich dich so mit. Aua! Oh, Entschuldigung. Geht's? Ja, geht schon. Gut, okay. So, der nächste Freund von mir, der ist fast ein bisschen ähnlich wie der Biber, nur etwas größer. Und der hat ganz tolle, unglaublich lange Schneidezähne. Der kann, der Hase, ja, aber der Freund, der schwimmt wahnsinnig gern. Ein Biber, genau. Das ist der Piccolo-Biber. Und wenn der kommt, klingt das so. Achtung. Servus Biber, du, der Bär, der Hamster und ich, wir gehen nach Quadrophonien die Prinzessin befreien. Kommst du auch mit? Ja, sicherlich komme ich mit. Ich bin noch bei jedem Abenteuer immer fix dabei. Ja. Gut, schön, dann kommst du auch mit. Ah, als nächstes habe ich noch einen Freund, der ist ein Spanier und ein toller Senior. So, und der hat ganz viele Stacheln hinten auf seinem Rücken und einen langen... Das ist mein Freund, der Schellenigel. Und hinten auf seinen Stacheln hat er ganz viele kleine Glocken drauf, mit denen macht er eine Musik, eine spanische Musik. Die ist so kitzlig, dass wenn der spielt, dann müssen alle Leute, die in der Nähe sind, so lachen, dass sie sich überhaupt nicht mehr wehren können. Und die meisten rennen weg oder lösen sich in Luft auf oder explodieren. Ja, und ja, ist wirklich wahr. Manche machen sogar die Hose. Da kommt er schon. Hasta la vista, ole! Hallo Igel! Du, die anderen und ich, wir gehen die Prinzessin Aria befreien. Kommst du mit? Sicuramente, ich bin immer gut für Abenteuer mit alle fetten Igel machen so guten Tabasco. Gut, da kommst du auch mit, das ist schön. Und dann habe ich noch einen letzten Freund, der ist zwar der kleinste von uns allen, aber das ist auch ein ganz, ganz lieber. Eine Maus? Ja, eine Maus kenne ich auch, aber mit der bin ich nicht so wahnsinnig gut befreundet. Nein, mein letzter Freund, der fliegt durch die Luft. Ein Schmetterling.
Genau. Und der hat ganz scharfe Augen und der kann uns vorausfliegen. Und dann sieht er unten immer, wo der Weg geht. Oder der kann alles genau erspähen. Ja, alle möglichen Gefahren und sowas. Und deswegen brauchen wir den auch. Und wenn der kommt, dann klingt das so. Hallo, hallo Triangelfalter. Na, wie geht's dir? Wirklich, das ist fein. Sag, kommst du mit uns in den quadrophonischen Wald, damit wir die Arie befreien können? Okay, der kommt auch mit. Du kannst schon mal vorausfliegen, ja? Achtung. So, also jetzt waren wir alle zusammen, alle sechs Freunde waren wir zusammen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Wir gehen hinein nach Quadrophonien. Und wir sind an die Grenze von Quadrophonien gegangen, zum großen quadrophonischen Wald. Und dann sind wir über die Grenze gegangen. Und der Wald von Quadrophonien war aber eigentlich ziemlich schön. Große Bäume und die Sonnenstrahlen sind durch das Laub gefallen. Und wir sind hinein nach Quadrophonien und ich war ganz überrascht. Schöne Seen. Und schöne Berge haben die da auch. Und wir sind gelaufen und gelaufen und haben einen Weg gesucht. Aber wir haben keinen gefunden. Und dann ist langsam der Abend gekommen und die Sonne ist untergegangen. Und ich habe mir gedacht, naja, heute wird das nichts mehr. Da müssen wir uns niederlegen und schlafen. Morgen ist auch noch ein Tag. Morgen finden wir bestimmt einen Weg und auch die Burg von den Quadrophonikern. Und dann haben wir uns alle unter einem großen Baum ins Moos gelegt und sind eingeschlafen. Und ich habe von meiner Aria geträumt. Ach, Aria. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht und habe gesagt, so, auf, alle auf, wir müssen jetzt den Weg suchen, wir müssen nach Quadrophonien in die Burg, also in Quadrophonien sind wir ja schon, wir müssen zur Burg und die Prinzessin Aria befreien. Und der Bär ist aufgewacht und gesagt, also ich mache jetzt keinen Schritt, bevor ich nicht irgendwas zum Frühstück gekriegt habe. Ich habe so einen Hunger, ich gehe nicht mehr weiter. Oje, was können wir denn da machen? Ein Frühstück für den Bären, damit er wieder weitergeht. Wer kann denn sowas? Im Wald. Honig? Ja. Hat er... Was? Der Hamster? Ach schon, du meinst mit seinem Vorratsbacken? Oh, das ist eigentlich eine gute Idee, oder? Sollen wir den Hamster mal fragen, ob er ein Frühstück zusammensammeln möchte? Das kann er, viele Nüsse und Beeren und alles. Dann haben wir ein Frühstücksmüsli. Das ist vielleicht eine gute Idee. Okay, du, Hamster. Ja, was ist? Oh, Entschuldige. Du, kannst du für uns ein Frühstück besorgen? Sicher, überhaupt kein Problem. Na gut, also los, hol eins. Geht schon. Hallo, hast du Nüsse? Oh, gibst du mir deine Nuss? Dankeschön. Hallo. Hier, darf ich ein bisschen? Ja. Hallo, unsere Müsli, haben Sie einen Körper? Dankeschön. Kann ich auch gerne. Brombeeren gibt's ja auch. Ein Fliegenpilz. Nein, sie stecken hier nicht. Und der Hamster hat uns ein ganz tolles Müsli zusammengesammelt und wir haben alle gefrühstückt und der Bär hat sogar noch ein bisschen Honig dabei gehabt, das hat er vorher gar nicht verraten. Und dann waren wir alle gestärkt und guten Mutes und haben gesagt, okay, jetzt finden wir die Burg von den Quadrophonikern und auf geht's. Und wir sind gelaufen und gegangen und gewandert. Und wir haben
überhaupt keine Burg nicht gefunden. Wir sind immer im Kreis gelaufen und haben uns so verirrt und sind... Was sollen wir denn jetzt machen? Wir haben uns verlaufen. Wer kann uns denn jetzt vielleicht... Was? Der Schmetterling, der kann uns doch vielleicht... Der kann vorausfliegen, der kann vielleicht uns den Weg suchen, oder? Das ist eine gute Idee. Du, Schmetterling! Schmetterling! Ah, da ist er. Schmetterling! Ah, da ist er. Du, sag, kannst du uns vielleicht vorausfliegen und den Weg suchen? Okay, und ab geht's. Ah, da vorne! Ja, wir kommen schon! Schmetterling, hast du einen Weg gefunden? Hallo? Schmetterling? Oje, ich glaube, der hat einen Stimmsturz. Ah, da ist er. Hallo, du, sag, hast du was gesehen? Einen Weg? Und eine Brücke über eine große Schlucht? Und auch ein paar Türme von einer großen Burg? Das ist ja hervorragend. Gut, da gehen wir gleich hin. So, und dann sind wir losgegangen zu dem Weg und zu der Brücke. Und auf einmal... Was ist das? Oh. Es fängt an zu regnen. Oh, und ein Donner. Oh. Ui. Ein großes Gewitter. Oh je, meine, Gewitter, Sturmwind. Ich muss mich verstecken. Wartet. Ich muss mich verstecken. Warte, ich mich hier bei euch verstecken. Dankeschön. Wir sind zu der Brücke hingekommen, zu der Schlucht, zu der großen, großen Schlucht. Und die Brücke war kaputt. Zusammengestürzt. Blitz eingeschlagen. Rumpel, Pumpel in die Schlucht hineingefallen. Und die Schlucht war mindestens 35,7 Meter breit. Da kann kein Mensch nicht drüber hupfen. Also der Falter kann schon, aber die anderen, der Bär... Das geht doch nicht. Was soll man denn da jetzt machen? Was... Wer kann denn zum Beispiel was bauen oder so? Biber! Ja, stimmt, weil der Biber hat ja voll lange Schneidezähne. Mit denen kann der vielleicht eine Brücke bauen, also Holzfällen und Brücke bauen. Genau. Du, Biber! Wenn er einen Baum in der Nähe sieht, dann einfach. Ja, wir waren ja eh im Wald, im quadrophonischen Wald. Da war alles voller Bäume. Du hast den ganzen Wald voller Bäume nicht gesehen. So viele Bäume waren da. Ja, also du, Biber, würdest du vielleicht für uns ein paar Bäume fällen und eine Brücke bauen? Aber sicher, das kann ich locker. Und dann hat er angefangen. Und 5 Minuten später war die Brücke fertig. Eine superschöne Holzbrücke in Biberstil gebaut. Und wir sind alle drüber gegangen. Und tatsächlich, da war auch gleich ein Weg. Und vorne habe ich schon ein paar Türme gesehen von einer großen, großen, dunklen Burg. Große, dunkle Burg. Aber egal, ich bin Takamino, der mutigste Sänger von überhaupt. Und da gehe ich jetzt hin. Kein Problem. Oh je. Vor der Burg, davor, da lag eine Riesenschlange. Was sage ich, eine Riesenschlange? Ein Ungeheuer, ein Basilisk, ein Drache, was Großes mit grünem Schleim überall drauf und hat geschlafen. Und ich habe mir gedacht, oje. Bloß nicht aufwecken. Ich glaube, wir schleichen uns ganz leise dran vorbei, okay? Also Mucksmäuschen still, okay?
Ich fress am liebsten kleine Kinder. Und was macht ihr hier? Oh, schönen guten Tag, Herr Ungeheuer. Ich bin der Takamino, das sind meine Freunde. Und wir wollen eigentlich gar nichts weiter als nur in die Burg hinein. Ha! Ihr seid wohl kompletter Plemme. Hier kommt überhaupt niemand hinein. Aber wir müssen hinein, aus ganz bestimmten Gründen, die sehr wichtig sind. Na gut. Jeder, der hier in diese Burg hinein will, muss zuerst eine Rätselfrage beantworten, sonst fresse ich ihn nämlich sofort auf. Ja gut, Rätselfragen. Bin ich besonders gut in Rätselfragen, aber das wird schon klappen. Okay, also gut, dann stell da mal deine Rätselfrage bitte, du Ungeheuer. Na gut, die erste Eignungsrätselfrage lautet, nenne mir den Namen eines Kinderliedes, in dem ein gefiedertes Tier mit dem Popo nach oben im Wasser schwimmt. Was, ein gefiedertes Tier mit dem Popo nach oben? Ente. Was? Ente. Alle meine Entchen. Klar. Na, du, weißt du was, Herr Drache? Das ist überhaupt kein Problem für mich. Dieses Lied kann nur alle meine Entchen sein. Oh! Na sowas, das stimmt. Na gut. Das war aber erst die Eignungsfrage. So, und jetzt kommt das Rätsel. Nun musst du 3 Fragen beantworten, die sehr schwierig, beinahe unlösbar sind. Verrate mir, welcher melodanische Komponist diese Version von Alle meine Entchen gekomponiert haben könnte. Achtung! Mozart? Mozart? Hat noch jemand eine Idee? Mozart? Die sagen Mozart. Mozart? Wer ist noch für Mozart? Mozart, wer ist noch für Mozart? Wer ist noch für Mozart? Also du Schurliwurm, du großer Böser. Das war ganz einfach, das habe ich gleich herausgefunden. Das war vom Amadeus Mozart. Oh! Amadeus Mozart und wie noch? Wie noch? Amadeus Mozart wie... Sch, sonst hört er euch. Ganz einfach, Wolfgang Amadeus Mozart habe ich nur vertauscht, ausgelassen wegen der... Na gut, dann kommt jetzt die zweite Frage, die ist auch viel schwieriger. Von welchem melodischen Komponist könnte diese Fassung von Alle meine Entchen sein? Achtung! Ich bin schon da. Ich war nur kurz, das kann nur von einem gewesen sein, vom Beethoven. Ja, Beethoven, wie noch? Ludwig van Beethoven, selbstverständlich, gibt ja nur den einen. Ha! So, mach dich nicht so wichtig, du melodanischer Krümel, sonst schleim ich dich voll, du. Gut. Da kommt jetzt die letzte und allerschwierigste Frage. Von welchem Komponist ist diese Fassung von Alle meine Entchen? Achtung! Strauß? Was, der Vogel hat denn Musik geschrieben? Der Vogel Strauß hat denn Musik gemacht? Was? Strauß? Johann Strauß, okay. Hat er noch einen anderen Namen, wenn ich das dazu? Johann Strauß, nur Johann Strauß.
böser Schurliwurm. Haha, da bin ich auch drauf gekommen. Und zwar ganz allein und niemand hat mir geholfen. Das kann nur vom Johann Strauß gewesen sein. Kravuzzi, Kapuzzi, der Schlank mit der Stank, die Fratzen, Kräuter, Blattes, der Früten. Das stimmt. Und trotzdem lasse ich dich nicht rein. Was? Das ist ja unfair, aber und wie? Das, wieso? Du hast versprochen, es gibt nur drei Rätselfragen. Drei Rätselfragen und dann komme ich rein. Ja, aber heute gibt's noch eine extra super Bonusaufgabe. Und da kommst du nie drauf. Nämlich, von wem ist dieses Almanhändchen 2-3? Das war jetzt zwar quadrophonische Musik, aber die war eigentlich ziemlich super. Also, passen Sie auf, Herr Ungeheuer. Das war für mich auch keine Schwierigkeit, obwohl das sehr unfair war mit quadrophonischer Musik hier. Ja, das war ganz einfach von Falco. Oh! Ja, Himmel, Donner, Wetter, Kreuz, Kotteffekt und also Trützner, Schnürst und zugeschnürt. Und trotzdem lasse ich euch nicht rein. Was? Bitte? Jetzt war nur ein bisschen, also entschuldige mal. Das geht, der lügt mich, glaube ich, volle Kanne an, hey. Du Ungeheuer. Ich meine, das geht aber. Was machen wir denn jetzt? Wer kann dir da helfen? Der Bär, was soll dieser Bär machen? Die Tür, naja, aber da vor der Tür steht ja noch das Ungeheuer. Können wir den vielleicht kitzeln? Der Igel? Der Igel kann ihn kitzeln? Ja, der spielt doch immer so eine kitzlige Musik, genau. Du, Igel. Ja, was ist? Kitzel los. Da hat sich der Meloquadrus so kaputt gelacht, ja, dass er gleich davon geflogen ist, damit der Igel nicht aufgehört hat. Ja, und ich glaube, er hat sogar Husilulu gemacht. Oh. Naja, gut. Super, den sind wir los. Das war aber jetzt wirklich ein ungemütlicher Zeitgenosse, ich muss schon sagen. Gut, dann gehen wir jetzt hinein in die quadrophonische Burg, okay? Alle zusammen, 1, 2, 3. Was? Die Tür. Der Bär soll trommeln und dann geht die Tür auf? Du, sag mal, Bär, die Kinder sind der Meinung, du solltest vielleicht die Tür auftrommeln. Ja, aber wieso sagst du das nicht gleich? Das ist ja für mich überhaupt kein Problem. Das mache ich sofort. Thank you.
Rumpel. Und es ist nicht nur die Tür aufgesprungen, sogar die ganzen Mauern sind zur Schamme gefallen, weil mein Freund so super getrommelt hat. Und wir sind sofort hinein in den Burghof hinein, sagt so. Und der war ganz leer. Da war niemand, kein Mensch. Nur in der Mitte von dem Burghof, ganz in der Mitte drin, da stand ein kleines goldenes Himmelbett mit einem schönen Schleier zugedeckt. Oh, da bin ich hingeschlichen, so. Dann habe ich den Schleier zur Seite gemacht. Die Aria. Da lag die Aria und hat geschlafen. Da war gerade so ein Krach. Wieso schläft denn die? Vielleicht hat sie sich bei einer Spindel gestochen, bei einer elektrischen, quadrophonischen. Das kann sein. Dann, was? Du, wenn die sich bei einer Spindel gestochen hat, dann muss sie ja 100 Jahre schlafen jetzt, oder? Ich glaube, oh Jemin. Küssen? Nein, ich bin so verschwitzt, ich weiß nicht. Was? Nein, wisst ihr was? Wenn bei uns in Melodanien jemand ganz tief schläft, dann haben wir einen sehr schönen Brauch. Wir spielen eine wunderschöne Aufweckmusik für ihn. Sollen wir das mal probieren? Funktioniert in Melodanien eigentlich immer. Wollen wir das machen? Okay, und dann haben wir eine Aufweckmusik für die Prinzessin Aria gespielt. Aria! Hallo! Frühstück ist fertig. Weitergeschlafen, die ist nicht aufgewacht. Na sowas. Und ich habe mir gedacht, was mache ich denn jetzt? Oh, Hilfe! Auf einmal stehen in diesem Burghof 5 Quadrophoniker, echte, richtige Quadrophoniker, so große Burschen mit ganz langen Haaren und Bärten und all voll Tätowierungen. Und ich habe mir gedacht, oh Jemine, jetzt gibt's auf der Stelle einen Kampf. Hick, hack, Mikado, Kung Fu, ha, hui, chop sui. Aber die wollten überhaupt nicht kämpfen. Die wollten überhaupt nicht kämpfen. Die sind da gestanden und haben ganz traurige Gesichter gemacht. So. Und ich bin hin und habe gesagt, ihr, was habt's denn ihr mit meiner Prinzessin Aria gemacht? Hä? Warum schläft denn die? Warum wacht denn die nicht auf? Hikakui? Und der eine Quadrophoniker ist vorgekommen und hat gesagt, ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Wir haben's mitgenommen für euch, drüben von Melodanien, und die ist zack, bumm, gleich eingeschlafen. Und wir wollten es eh gleich aufwecken, aber sie wacht nicht auf. Wir haben auch schon eine Musik gespielt. Und jetzt habe ich geglaubt, wer ihr gekommen seid und gespielt habt, ich habe eine Idee. Und, die wäre? Aber fix da die raus damit. Wir könnten ja einmal quadrophonisch spielen. Aber mit einer melodanischen Melodie. Also mit einer melodanischen Melodie. Was? Der wollte sich unsere Melodie ausborgen. Eine melodanische Melodie von einem Quadrophoniker gespielt. Soll ich das erlauben? Ja. Ja? Das war aber noch nie da. Trotzdem? Okay, na gut. Okay, auf eure Verantwortung. Ja, ich habe nämlich keine Ahnung, was da passiert. Gut, du Quadrophoniker. Also, wir haben jetzt beschlossen, ihr dürft euch einmal eine melodanische Melodie ausborgen. Also spielt einmal für die Aria, vielleicht wacht sie ja auf. Okay. Thank you.
Nein, sie schnarcht ja noch. Das hat jetzt auch nicht geklappt. Naja, jetzt haben wir auf Melodanisch gespielt und auf Quadrophonisch gespielt und beides hat nicht funktioniert. Was können wir denn jetzt noch ausprobieren? Ich weiß. Alle miteinander? Was, ihr meint, jetzt sollen die quadrophonischen und die melodanischen Musiker zusammen eine Musik machen, damit die... Okay, aber wisst ihr was, das mache ich jetzt wirklich nur, weil ich so irrsinnig verliebt bin in die Arie und weil ich unbedingt möchte, dass sie aufwacht. Ja, dann probieren wir das jetzt auch noch, aber nur ausnahmsweise. Okay, und dann haben sie das wirklich ausprobiert. Servus, der Camino, was machst du denn da? Oh. Aria! Und da ist sie wirklich aufgewacht. Ja, ja, wir haben es geschafft, weil die Melodania und die Quadrophonica zusammen gespielt haben. Und es war so super und es hat so super geklungen. Und es war so schön, da ist meine Prinzessin aufgewacht. Oh, dann habe ich sie jetzt gerettet, oder? Habe ich sie jetzt gerettet? Ja, ja, wir haben jetzt die Prinzessin gerettet. Ui, na, dann habe ich mir gedacht, ja, dann müssen wir ganz schnell zurück... Was? Ja, die anderen sind meine Freunde auch, natürlich, alle und ich. Na klar, die haben ja erst nicht geholfen und ihr habt's geholfen und pff, super. Aber jetzt, aber heiraten darf schon ich sie, oder? Okay, gut, dann müssen wir jetzt ganz schnell zurück nach Melodanien zum Königsschloss. Und dann haben wir uns alle auf den Weg gemacht, gleich mit viel Musik. Und los geht's. Durch den quadrophonischen Wald. Hui, durch. Nach Melodanien hinein. Und hinein in das Königsschloss. Und oben ist der Dominant Septimus gesessen mit einem ganz traurigen Gesicht und zu einem Bart. Und wir sind hinein und gesagt, hallo, König! Und der König gesagt, was ist das für eine Musik? Ich habe jede Musik verboten. Nein, Herr König, schauen Sie, was ich Ihnen mitgebracht habe. Zack. Hallo, Papa, ich bin wieder da. Ja, mein Kind! Wo bist du denn gewesen? Warum hat das so lange gedauert? Ja, Majestät, es war nämlich so, die Prinzessin Aria war in Quadrophonien und hat geschlafen. Aber wir haben sie aufgeweckt und zwar mit einer Musik, die quadrophonisch-melodanisch war. Das kann überhaupt nicht sein. Doch, Majestät, wir haben es ausprobiert. Wir haben eine Aufweckmusik gespielt, die war so super, dass die Aria aufgewacht ist. Und jetzt würde ich sie gern heiraten, damit ich endlich mit ihr schmusen kann, bitte. Und der König hat gesagt... Ist das wirklich wahr? Ja, Papa, das stimmt. Er hat wirklich recht. Na gut, dann mache ich jetzt gleich noch einmal ein Gesetz. Das wird das erste Obergesetz von Melodanien überhaupt. Dieses Gesetz mache ich ohne Fanfare. Ab sofort, ab dem heutigen Tage, wird in Melodanien musiziert, wie jedem der Schnabel gewachsen ist. Melodanisch, quadrophonisch, quadrophonisch, melodanisch oder quer durcheinander, völlig egal. Das ist das neue Gesetz. So, und nun, Takamino, Octavio, Diminuendo, Klingklang, willst du meine Tochter Aria zur Frau? Ja, bitte. Gut, ihr seid verheiratet.
Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Oh, endlich. Und dann haben wir Hochzeit gefeiert und ein riesengroßes Fest gemacht mit melodanischer und quadrophonischer Musik zusammen. Und alle haben getanzt und gesungen und gejubelt und geschrien und geklatscht wie verrückt. Und wer will, darf jetzt auch noch mitklatschen und mittanzen, wenn ihr wollt. Okay, und so hat es geklungen.